So, ihr Lieben, dann herzlich willkommen zu unserem Vollmond-Zoom. Wir haben auf der einen Seite jetzt am 5. Mai Vollmond, wir haben eine Mondfinsternis und wir haben, was ich total spannend finde, weil es wenig irgendwie im Moment gezeigt wird oder weil fast alle gerade nur über die Mondfinsternis reden, auch das Vesak-Fest. Und das ist ja von den Buddhisten das heiligste Fest schlechthin. Da geht es um Auferstehung, da geht es um Wiedergeburt, da geht es um Erleuchtung. Und diese Energie ist für mich fast noch stärker fühlbar als der Vollmond, wobei der Vollmond, der jetzt im Skorpion steht, auch natürlich diesen Neubeginn mitbringt, weil Skorpion, und das wird jetzt, wenn ihr euch verschiedenste Videos anhört oder bei Astrologen schaut, der Skorpion steht immer für die Schattenthemen, der Skorpion steht immer fürs in die Tiefe gehen. Das heißt, ich darf so richtig in meinen ganzen Mist, in meinen ganzen Schatten, in alles, was da irgendwo in mir noch gesehen und durchlichtet und durchleuchtet werden möchte, da darf ich hineingehen. So, und jetzt ist es so, die meisten können das schon nicht mehr hören. Den meisten geht es schon da rein und da raus, so von wegen, jetzt muss ich schon wieder irgendwelche Themen anschauen, was soll ich noch alles an mir arbeiten? Und ich finde, es ist ganz wichtig, diesen anderen Aspekt auch da reinzubringen, dass es eben jetzt wirklich auch um diesen Neubeginn geht, weil der Skorpion ist von den Archetypen, von meinem System her dem Vollender zugeordnet. Das heißt, es geht jetzt wirklich, und ihr wisst, Vollmond wirkt immer 5 Tage vor, 5 Tage nach. Das heißt, wir sind da voll in der Energie drinnen, wo es darum geht, zu schauen, was darf ich loslassen? Was darf ich vollenden? Und das hat einfach sehr viel damit zu tun, dass wir täglich in unserem Leben, in unserem Alltag oft Dingen begegnen, Mustern begegnen, Menschen begegnen, Programmen begegnen, wo wir merken, brauche ich die wirklich noch? Oder ist das etwas, was ich schon lange jetzt mitgenommen habe, was ich vielleicht von meiner Familie, von meinen Ahnen übernommen habe, wo es jetzt wirklich gehen möchte? Das heißt, ihr könnt sich gerade in diesen Tagen immer wieder auch fragen oder einfach selber beobachten und schauen, mache ich das jetzt, weil ich selber wirklich will, weil es mir entspricht, weil es mir Freude macht, oder mache ich diese Dinge, weil sie halt immer so waren, weil es halt gesagt worden ist und weil das halt jetzt ja irgendwie so dazugehört, aber vielleicht entspricht das gar nicht mehr dir. Also das heißt, jetzt ist die Möglichkeit, wieder eine Maske mehr fallen zu lassen, eine Maske mehr wirklich abzulegen und zu sagen, das ist mein wahres Ich. Das ist das, was mir entspricht und was ich gerne möchte. Und auf der einen Seite ist jetzt, wie gesagt, der Vollmond zwar im Skorpion, aber wenn man den Mond anschaut, in welchem Sternbild er steht, dann steht er im Sternbild Waage. Und die Waage ist die Liebe. Die Waage ist der Ausgleich. Die ist immer die Balance zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, zwischen dem Geben und dem Nehmen, zwischen Alt und Neu. Das heißt, diejenigen, die jetzt für sich schon ganz gut in ihrem Gleichgewicht sind und für sich schon merken, oh, ich habe schon recht gut an mir gearbeitet, wo vielleicht gar nicht mehr so viele Baustellen und Schattenthemen da sind, die werden fühlen, oh, es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Die Energie und die ganze Zeit ist gerade leicht und ich bin in so einem Aufbruch und ich freue mich und in einer Aufbruchsstimmung und Neubeginnstimmung. Diejenigen, die merken oder innerlich merken, oh, bei mir ist mein ganzes System gerade total in Schieflage, weil ich mich vielleicht zu sehr nur mit der einen Ebene beschäftigt habe, da geht es jetzt um diesen Ausgleich. Das heißt, da darf jeder für sich selber fühlen und spüren, wie weit bin ich im Ausgleich. Nicht nur zwischen männlich und weiblich, nicht nur zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das kann man ganz leicht überprüfen, indem man sich mal untertags immer wieder mal beobachtet und schaut, wie oft denke ich am Tag an die Vergangenheit. Sind dann die Menschen, die sehr oft dieses oh, früher war alles besser oder da war noch oder jetzt bei vielen auch diese Zeit noch vor Corona, da war alles leichter. Oder die anderen, die ständig in der Zukunft sind. Wenn dann passiert, sehr oft auch in der negativen Zukunft, also in der Angst drinnen, was alles passieren könnte, was alles geschehen könnte und was alles möglicherweise passieren oder eintreten wird oder möglicherweise passieren wird. Also da für euch selber mal schauen, wie oft seid ihr da, wie oft bist du in deiner Mitte? Und in deiner Mitte sein, dieses Zentriertsein bedeutet, ich bin wirklich im Jetzt. Ich bin nicht in der Vergangenheit, ich bin nicht in der Zukunft. Das bedeutet auch zentriert sein. Und da bringt uns jetzt diese Vollmondenergie und damit auch das Vesakfest, weil beim Vesakfest geht es eben auch um Erleuchtung, um Weisheit, um Erkennen, dass wir erkennen dürfen, wie wichtig es ist, diese Mitte in uns zu finden. Und diese Mitte finde ich nicht, wenn ich nur in der geistigen Welt unterwegs bin. Diese Mitte werde ich aber auch nicht finden, wenn ich jetzt nur in der materiellen Welt unterwegs bin. Und ich weiß, ich kriege das ganz oft als Frage, warum spürt der andere nichts? Der arbeitet nicht an seinen Themen, der muss sich nichts anschauen, dem geht es total gut.
der nimmt es vielleicht nicht so wahr, weil vielleicht die Menschen, die noch sehr in der Materie, noch sehr im Irdischen drinnen sind, dass denen oft gar nicht bewusst ist, okay, da besteht ein Zusammenhang mit dem, was ich denke, mit dem, was ich jetzt gerade gefühlt habe, mit dem, was ich wahrnehme. Und bei anderen ist es so, die zu sehr im Geistigen sind, die nehmen wieder oft fast schon zu viel wahr, dass man dann einfach auf alles sensibel ist, auf alles reagiert und dann auf das Gefühl hat, hey, ich kann in dieser Welt irgendwie gar nicht mehr leben, weil mich erschlägt das alles, mich erdrückt das von den Energien. Und da geht es jetzt wirklich ganz intensiv darum, dass wir diesen Mittelweg finden, dass wir wirklich finden und fühlen und spüren, wo ist deine eigene Mitte? Und das ist jetzt etwas, und der gesamte Monat Mai, der zeigt sich wirklich als extremes Chaos, also von den Energien her, so als würden sämtliche Energieschnüre aus der alten Welt, von der neuen Welt, von allem quasi wie in ein Feld reingeschmissen werden. Sie zeigen es mir jetzt gerade vom Bild her so, es könnte sich ungefähr so vorstellen. Ein riesengroßes Stadion, das wird manchmal hergenommen für Fußball, manchmal für, weiß ich nicht, ein Konzert, manchmal für irgendein Volleyballspiel. Und jetzt findet in diesem Stadion alles gleichzeitig statt. Jetzt sind Fußballer da, es sind Volleyballer da, es sind Konzertgäste da, es sind irgendwelche da, die einfach nur das Stadion besichtigen wollen. Also es passiert quasi alles zeitgleich. Und ungefähr so könnt ihr euch jetzt die Energien gerade energetisch vorstellen. Das heißt, wir nehmen wahr, es ist alles da. Ich fühle quasi gleichzeitig gerade alles. Und das kann unglaublich viel Stress machen, weil man dann eben nicht weiß, okay, wo gehöre ich denn da jetzt hin? Bin ich jetzt bei den Fußballern? Bin ich jetzt eigentlich beim Konzert? Bin ich beim Volleyball? Was mache ich denn da in dem Feld? Das heißt, es ist eine unglaublich große, ja, ich sage jetzt mal fast Auswahl oder Möglichkeit da, wohin wollen wir gehen? Und da darf ich schon sehr gut immer wieder auf mich achten und für mich selber spüren, was möchte ich, was entspricht mir. Und genauso, wie ich immer sehr vorsichtig bin mit diesen ganzen Lichtkörpersymptomen oder ich habe letztens wieder etwas weitergeleitet bekommen. Da ist dann beschrieben gewesen, welche Symptome jetzt mit Schumann-Frequenz und Co. und da wird dann aufgelistet. Es findet jeder davon irgendwelche Themen dabei, ja? Also das wird bei jedem irgendwo immer zutreffen. Und da ist jetzt auch aufzupassen. Das ist nicht so wie die Kronenzeitung Horoskope, dass ich ein Horoskop erstelle und das passt einfach mal für alle irgendwie für ein bisschen, sondern es geht jetzt wirklich auch darum, für dich selber zu spüren, was davon trifft auf dich zu, was ist für dich jetzt gerade relevant. Und das kann sein, dass alle gerade in der totalen Vollmond Chaos, Krisenenergie sind und du für dich sagst, hey, das Leben ist gerade richtig genial, es macht gerade so richtig Spaß, großartig, dann bleib in der Energie und denk nicht, dass mit dir etwas verkehrt ist, sondern es gibt jetzt eben ganz, ganz viele Ebenen, die nebeneinander laufen und wo man dann manchmal durchaus gefordert sein kann, stark zu sein, zentriert zu sein, bei sich zu bleiben und auch wenn alle gerade die Krise schieben, zu sagen, ja, aber ich finde es gerade cool, mir macht das Leben gerade Spaß und ich bin in der Leichtigkeit. So, jetzt haben wir eben diese Energie im Feld. Und dann ist dazu noch dieses Vesak-Fest. Und das Vesak-Fest ist eben nicht eines, sondern es ist an sich das bedeutendste Fest der Buddhisten. Da geht es um die Erleuchtung, da wird der Geburtstag vom Buddha gefeiert. Es geht um die Erleuchtung vom Buddha, aber auch um die Wiederauferstehung. Das ist ein bisschen so, wie wir zu Ostern Jesus feiern. Also das heißt, im Westen haben wir den großen Meister, den Jesus, den Christus. Und im Osten ist der Meister eben der Buddha. Der Buddha steht für die Weisheit Gottes. Also da geht es wirklich um die Weisheit, um dieses tiefe innere Fühlen und dieses Erkennen, diese Erkenntnisse der geistigen Welt oder einfach diese Weisheit, dieses Wissen in dir. Und bei der Lehre von Jesus, da geht es um die Liebe Gottes. Und dieses Vesak-Fest ist eine Verbindung von Ost und West. Das heißt, es ist eine Verbindung, eine Brücke, die da geschlagen wird zwischen der westlichen Welt und zwischen der östlichen Welt, zwischen der westlichen Lehre und dem östlichen. Und vielleicht fällt euch jetzt ein, was ich vorher gesagt habe. Wir sind in der Waage-Energie im Ausgleich. Eine Verbindung zwischen männlich und weiblich, eine Verbindung zwischen alt und neu. Also ihr seht, wir sind in einer Zeitqualität, wo es darum geht, Verbindungen zu legen, Lichtbrücken zu legen. Und wenn jetzt aber eben vor uns gefühlte 500 Brücken sind und 500 Möglichkeiten, dann kann das oft sehr verwirrend sein, weil man oft nicht weiß, ja, okay, wo soll ich denn da jetzt hin und auf welchem Weg bin ich denn da jetzt unterwegs? Da wieder, es geht um dein Fühlen, es geht um dich individuell. Ich werde auch sehr oft gefragt, ja, aber darf ich denn das überhaupt? Ist das nicht egoistisch? Nein, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Wenn du auf dich schaust, was sind deine Bedürfnisse? Und endlich beginnst, diese eigenen Bedürfnisse zu leben. Denn wenn wir immer darauf warten, dass die anderen das richten und machen, dann werden wir da nie wirklich weiterkommen.
Das heißt, in den kommenden Tagen könnt ihr für euch einfach auch schauen und spüren, wie geht es mir mit diesen Lichtbrücken, wie geht es mir mit meiner inneren Weisheit, wie oft entscheide und handle ich schon weise. Und Weisheit und Wissen, da ist der große Unterschied, dass Weisheit ein inneres Gefühl ist, das ist einfach da. Wissen ist noch etwas sehr Oberflächliches und vor allem oft etwas sehr Angelerntes. Das heißt, wir werden jetzt alle gerade geprüft, dass die ganzen Programme und Dinge, die wir gelernt haben und Strukturen und Muster und alles Mögliche, was wir da so irgendwo mitgenommen haben aus dem letzten Leben, aus unserem Leben, aus der Familie, dass das jetzt geprüft wird. Fühlst du es? Ist das schon die Weisheit in dir, dass du es für dich selber verinnerlicht hast und daraus lebst? Oder gibst du dieses Wissen einfach weiter, weil du es halt irgendwo gelernt hast, aber gar nicht wirklich anwenden kannst, weil du nichts dazu fühlst? Das ist in etwa so, wenn du Anatomiebücher auswendig lernst oder wenn du irgendwelche Kochrezepte auswendig lernst und sie vielleicht super wiedergeben kannst, aber du hast keinen Bezug dazu, du spürst es nicht, du fühlst nicht, oh, da braucht es noch dieses oder jenes. Das macht dann die Individualität aus. Und jeder, der von euch schon mal von der Oma ein Gericht gekocht bekommen hat, wo er sagt, oh ja, das hat ganz anders geschmeckt und dann kocht man das Gleiche nach. Es schmeckt aber nicht so, weil da irgendwo was anderes war. Und das ist dann diese Energie der Weisheit, dass ich da mit einem ganz anderen Zugang dahin gehe. Gleichzeitig geht es eben auch darum zu fühlen, wie geht es mir mit der Liebe? Wie weit kann ich mich selber lieben? Wie weit kann ich diese Liebe in mir annehmen? Und da sind wir jetzt bei der Milzenergie. Wir hatten ja jetzt bei unserer Seelenkonferenz mit Magen und Milz und es war im letzten YouTube-Video und ich werde auch gerade sehr oft gefragt, oh, ich habe so viele Wasseransammlungen im Körper, ich nehme die ganze Zeit zu, ich habe ständig Heißhunger, ich könnte alles Mögliche essen. Das ist alles Milz. In der DCM ist die Milz der Erde zugeordnet. Magen und Milz gehören dem Erdelement und die Milz steht für die Geborgenheit, die steht für die Sicherheit, die steht für den Halt. Also ihr seht, da schließt sich der Kreis, denn die Milz steht für die Zentrierung. Bist du in dir zentriert, bist du in dir verankert. Wenn ich gut in mir verankert bin, dann werde ich auch eine gut funktionierende Milz haben. Denn es ist immer so, seelische Ebene, dann mentale Ebene, also seelische Ebene, emotionale Ebene, mentale Ebene und dann kommt die körperliche Ebene. Das heißt, wenn ich da seelisch und emotional nicht verankert bin, dann kriege ich irgendwann geistig den Stress, dann kommt mein Kopf, der sagt, oh, und irgendwann macht sich der Körper bemerkbar. Und das heißt, wenn du jetzt mit deinem Körper viel zu kämpfen hast, dann kannst du jetzt sagen, gut, ich versuche jetzt den Körper mit Entgiftungen und mit, weiß ich nicht was, allem zu unterstützen. Wichtig wäre auch hier diese Lichtbrücke, diese Verbindung, nicht nur auf der einen Ebene zu arbeiten, sondern auch auf der anderen Seite anzusetzen, eben indem du über das Emotionale und das Seelische auch beginnst zu schauen, dass du schaust, wie weit bin ich in mir verankert. Und da haben wir jetzt wieder etwas, was zu dieser ganzen Skorpion-Energie, zu diesem Tod und Auferstehung und Erneuerung passt, weil die Milz hat als Oppositionsorgan den Nabel. Und der Nabelstrom oder die Nabelenergie, die steht, wie es schon sagt, ihr kennt das alle, für die Abnabelung. Wir sollten uns im Idealfall von unserer Mutter, von unseren Eltern, auch von gewissen Systemen abnabeln. Das haben aber wenige gemacht, weil wir oft Angst haben. So, da seht ihr jetzt wieder, wie das zusammenspielt. Wenn ich Angst habe oder nicht bei mir verankert bin, naja, was wird passieren? Ich werde es nicht schaffen, den Anker oder den Halt von meiner Mutter, von meinem Partner, von meiner Arbeit, von meinen Freunden, ich werde diesen Anker nicht wegholen können. Weil dann sage ich, oh, dann bin ich ja total verloren. Das heißt, ich bleibe in anderen verankert, ich bleibe wie bei anderen noch angedockt. Das heißt, ich bin nicht abgenabelt. Und damit schwächen sich sehr oft Nabel- und Milzenergie gegenseitig. Und das hat dann zur Folge, dass man dann körperlich oft merkt, ich habe Heißhunger, ich könnte alles Mögliche essen. Ich bin ständig auf der Suche nach Essen, weil da kann man jetzt über die Organuhr dann auch noch weitergehen. Vorm Nabelstrom ist dann der Zwerchfellstrom und Zwerchfell ist der Schöpfungsfunke. Da geht's, und da habt ihr, ich hoffe, ihr könnt es noch folgen, da geht es jetzt dann nämlich darum, wenn ihr euch das so als Organuhr vorstellt, ja, oder einfach als eine Uhr vorstellt und einfach sagt, okay, die erste Bühne ist dieser Schöpfungsfunke, ist die Zwerchfellenergie. Zweite wäre der Nabel und eben immer als Opposition. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ihr könnt es euch mal aufzeichnen und ich gebe es euch sonst in die Community auch mal so eine Organuhr rein, dass man sich so ein bisschen bildlich besser vorstellen kann.
Auf jeden Fall ist quasi diese Zwerchfellenergie, diese Schöpfungsfunke immer die erste Lebensbühne. Und abschließen tut das Ganze mit der Nierenenergie und damit mit dem Skorpion. Und jetzt haben wir diesen Vollmond im Skorpion. Das heißt, jetzt geht es ums Vollenden, damit wir einen neuen Zyklus beginnen können, damit wir diesen neuen Schöpfungszyklus wieder starten können. So, wenn ich jetzt aber eben, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht mich loslösen kann, ja, nicht abgenabelt bin, noch irgendwo festhalte an meiner Mutter, an meinem Vater, an meinem Partner, an den Kindern, an meinem Leben, an meinem Haus, an was auch immer, dann habe ich nicht losgelassen. Das bedeutet, mir fehlt meistens die Verankerung bei mir selber, weil ich mit allen anderen verbunden und verankert bin. Und dann wird es sehr, sehr schwierig, einen neuen Zyklus zu beginnen. Es ist in etwa so, als wärst du in einem Haus. Überall in jedem Zimmer sind Sachen von dir verteilt, vermischt mit denen von den Kindern. Und du solltest umziehen. Aber du merkst, du kannst nicht umziehen, weil überall noch Dinge von dir sind. Und genau da bringt uns jetzt diese Skorpionenergie hin, dass wir schauen dürfen, wo bin ich noch verankert? Wo halte ich noch fest, was mir nicht mehr gut tut? Also das heißt, wo kann ich noch Anker lösen? Und da könnte es jetzt eben auf der einen Seite über die geistige Ebene gehen, dass man sagt, ich versuche das mir geistig vorzustellen, ich mache das mit Selbstreflexion, dass ich über den Tag verteilt immer wieder mal schaue, wow, wo brauche ich noch meinen Partner, wo brauche ich noch das Kind? Wenn das alles weg ist, was bleibt mir dann? Bin ich immer noch stabil? Oder ich kann auch über die körperliche Ebene gehen, so wie wir es jetzt bei den Seelenkonferenzen haben, mit diesem Heilströmen auch. Ich habe euch das letzten Tag schon gesagt, der Milzstrom wäre der einfache Ankergriff, ist einfach eine Hand aufs Steißbein und dann die Innenseite von eurem Knöchel. Es ist jetzt egal, ob ihr den rechten oder linken Knöchel nehmt. Ich mache es meistens so, rechte Hand aufs Steißbein und dann die linke Hand auf den rechten Knöchel drauflegen. Damit ströme ich den Milzstrom und kann den Milzstrom quasi harmonisieren. Dieses Heilströmen bewirkt einfach, dass in dir die Energie wieder zu fließen beginnt. Dass du in dir wieder diese Lebensenergie in den Fluss bekommst, damit da wieder Bewegung hineinkommt. Und wenn ihr mit dem Nabelstrom arbeiten möchtet, das ist eben zum Abnabeln, zum Loslassen, also wenn ihr merkt, so, ich habe da irgendwie Schwierigkeiten, mich abzunabeln, dann hilft 20er Energieschloss, das ist da direkt über den Augenbrauen und dann da um den Ellbogen so halten. Da ist das 19er Energieschloss. Also das sind einfach diese zwei Punkte. Ich stelle euch die nachher dann in die Gruppe auch noch rein, das ganze Skript nochmal. Es ist schon in der Community, aber ich stelle es euch dann nachher nochmal rein zum Strömen, wer einfach ein bisschen mit dem arbeiten möchte. Denn gerade wenn man merkt, man ist sehr unruhig, man hat viel Stress, man ist ständig irgendwo mit den Gedanken, dann kann das oft helfen, wirklich körperlich an sich auch zu arbeiten und mit diesen Strömpunkten zu arbeiten. Damit man aber wieder etwas runterkommt, damit man wieder sagt, so, auch da kann ich wieder mehr bei mir sein oder kann mich wieder mehr zentrieren. Und ich habe da schon wirklich ganz viele, echt teilweise erstaunliche oder unglaubliche Feedbacks bekommen, dass eben Gewichtsprobleme und durch dieses Strömen sich gelöst haben, ohne dass dann Essen irgendwie oder dass dann beim Essen aufgepasst worden ist oder dass dann da irgendwie gefastet worden ist, weil einfach da die Energie wieder fließt. Und genau in dieser Zeit oder in dieser Qualität sind wir jetzt drinnen mit diesem Vollmond, dass es darum geht, wieder ins Fließen zu kommen, wieder die Leichtigkeit, die Freude, das Schöne im Leben auch zu sehen. Das heißt, wir dürfen jetzt diesen Zyklus vollenden von alles ist schwer, alles ist mühsam, alles ist anstrengend und dürfen die Freude finden. Aber jetzt ist es eben so, dass das Leben uns mehr oder weniger in dieses Stadion alles gekippt hat, was möglich ist. Und jeder darf für sich selber jetzt sagen, okay, womit habe ich Freude? Was macht mir Freude? Was bereitet mir Freude? Und was wähle ich jetzt aus? Und ihr kennt es vielleicht, wenn man dann sich für nichts entscheidet und da irgendwie so auf diesem Spielfeld steht und nicht sagt, ich möchte das oder das, dann kann es passieren, dass dir irgendjemand etwas in die Hand drückt und sagt, okay, du bist heute beim Volleyball dabei. Und dann sagst du, naja, gut, ja, spiele ich halt mit und kommst aber drauf, ich mag das aber gar nicht. Mir macht das gerade überhaupt keinen Spaß. Wenn du für dich merkst in deinem Leben, du machst Dinge, die dir keine Freude machen, dann schau mal, was macht dir stattdessen Freude? Und auch die wieder zu beginnen. Also es ist eine unglaubliche Transformations- und Umbruchsenergie im Feld. Ist auch über die Schumann-Frequenzen zu sehen, dass da gerade alles wie verrückt spielt, dass teilweise jetzt wieder Vulkanausbrüche gewesen, es sind Erdbeben, es in Italien sind Überschwemmungen. Also es geht überall drunter und drüber. Und diese Energien können körperlich und auch mental wirklich anstrengend sein, wenn ich eben für mich keine Entscheidung treffe, was will ich?
Und da sind wir jetzt alle gefordert, weil das bedeutet, dass ich für mich selber schauen darf, nicht, was macht mein Nachbar, was macht mein Partner, was will meine Familie, sondern was will ich? Und wie gesagt, das ist nicht immer ganz einfach, weil wir eher so erzogen worden sind, wir müssen auf alle schauen und wir müssen warten, dass alle zufrieden sind. Und dann kann ich für mich eine Entscheidung treffen. Also ersetzt diese Energien, haben sie jetzt in sich. Es ist über die Finsternis, über die Mondfinsternis. Das war ja schon die letzte Sonnenfinsternis am, ich glaube, 20. April war sie, ist einfach im Feld diese ganze Umbruchsenergie und Finsternisse wirken 6 Monate. Also das ist nicht so wie beim Vollmond, dass die 5 Monate auf 5 Tage wirken, sondern eine Finsternis hat ihre oder streckt sich quasi über 6 Monate. Das heißt, wir haben jetzt die nächsten 6 Monate wirklich diese extremen Umbruchsenergien im Feld, wo es darum geht, Dinge zu vollenden, abzuschließen, dich selber überall dort abzunabeln, wo du merkst, das tut dir nicht mehr gut, das brauchst du nicht mehr, und dich selber wieder zu finden, dich selber zu zentrieren. Also einiges an Herausforderungen, aber nichts, was nicht machbar und schaffbar ist. Nur wir dürfen langsam jetzt damit beginnen. So, jetzt habe ich einmal ziemlich viel durchgeredet. Jetzt einmal an euch. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Ist irgendwas unklar? Ich mache das jetzt mal so, dass ich da jetzt mal die Aufzeichnung anhalte. Wenn wir die Fragen